Moin, Freunde der Sonne. Heute komme ich mal um die Ecke mit einem Video, was mir persönlich ein bisschen am Herzen liegt, weil mir das die letzten Wochen bzw. Monate aufgestoßen ist und heute irgendwie doch ein bisschen mehr als sonst. Und ich würde das gerne mal in diesem Video für euch zusammenfassen. Und es geht da um die Crash Compilations. Ich lese sehr, sehr häufig Kommentare, die mich etwas traurig stimmen. Nicht sauer oder enttäuscht, sondern einfach traurig stimmen. Denn ich habe das Gefühl, dass einige Menschen da draußen Crash Compilations bzw. diese eher witzigen Videos ein bisschen missverstehen. Denn ich lese sehr, sehr häufig in den Kommentaren, dass Menschen sehr enttäuscht sind über die Driving Standards und das richtig scheiße finden, wie einige Leute sich auf der Strecke bewegen und so weiter und so fort. Dort entstehen sehr große Diskussionen und ich habe das Gefühl, dass dort Menschen ja verlernt haben, Spaß zu haben und das als Repräsentation nehmen für den Rennverkehr, den wir haben in allen Sims. Ich möchte extra sagen, in allen und nicht nur irgendwie in ACC oder nur in iRacing, sondern wirklich in allen. Da möchte ich euch mitgeben, dass das nicht mal ansatzweise repräsentativ ist für Online-Racing. Aus folgenden Gründen. Wenn wir uns jetzt mal eine iRacing-Crash-Compilation oder auch eine Jansky-Crash-Compilation bzw. ein Jansky-Video nehmen, weil es nicht mal unbedingt eine Crash-Compilation ist, sondern witzige Momente, ist das mal an einem Zahlenbeispiel, was völlig fiktiv ist. Von, sagen wir, 100 Rennen sind das vielleicht 5 oder 6 Rennen. Und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen dort immer darauf schließen, dass das dann überall und immer so ist. Und das ist einfach nicht so. Auch wenn ich persönlich das zu Unterhaltungszwecken sehr, sehr häufig sehr überspitzt darstelle, ist dem nicht so. Ihr werdet in Monza, auch wenn ich das immer wieder als Witz mit anfüge, oder sarkastisch mit anfüge, mit sehr viel Ironie anfüge, ist das nicht so, dass du in jedem Rennen in Turn 1 absolut getötet wirst. Und auch nicht auf Nürburgring und auch nicht auf Spa. Dort ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass Crashes entstehen, weil dort die Leute sehr viel fahren und dort sehr viele Rennen stattfinden, weil diese Strecken sehr einfach zugänglich sind und die meisten Leute diese fahren können, ist die Chance, dass dort Crashes entstehen höher, bedeutet aber nicht, dass das immer so ist. Wenn wir beispielsweise uns eine Woche raussuchen, wo die Rennstrecke nicht so populär ist, nehmen wir jetzt einfach als Beispiel Paul Ricard oder Portimao in iRacing, dann ist das da bei weitem nicht so verrückt. Das, was ihr dort seht in diesem kleinen Video, was meistens 6 bis 15 Minuten lang ist, ist nicht repräsentativ für das, was die Community auf der Rennstrecke macht. Und es ist auch nicht repräsentativ, was ich dort an Witze oder Humor euch vorzeige. Komme ich gleich mal zum nächsten Punkt, den einige Menschen auch etwas missverstehen, habe ich das Gefühl. Ich persönlich mache mich über die Fahrer an gar keiner Stelle lustig. Gerade bei den Jansky-Videos habe ich immer das Gefühl, dass ihr denkt, dass ich mich lustig mache über meine Kollegen. Und das tue ich beim besten Willen überhaupt nicht, weil ich genau weiß, wie die Leute sich dort fühlen auf der Strecke. Also in den 4 Jahren, in denen ich jetzt Simracing betreibe, sind mir all diese Dinge passiert und passieren mir heute noch. Ich verbremse mich heute noch. Ich fahre immer noch von der Strecke runter und knall irgendwo in die Wand rein. Ich habe immer noch irgendwelche Crashes, die einfach gar nicht sein müssen, weil das einfach normal ist und absolut menschlich. Von mir gibt es bei den meisten Crash-Compilations nicht wirklich was zu sehen. In den iRacing-Compilations bin ich drin, bei Jansky bin ich nicht drin, weil ich kein ACC fahre. Wenn wir uns jetzt mal anhand von Blatten uns das anschauen, Blatten ist mein persönliches Spirit Animal. Das, was Blatten dort macht, ist 1:1 Steuerung C, Steuerung V von dem, was ich in der ganzen Zeit gemacht habe. Und das unterhält mich und das finde ich total geil. Die Witze beispielsweise im letzten Jansky-Video über Turn 1, die über zum Beispiel Francesco gemacht wurden, sind Witze über mich selber. Denn auch dort, wenn ich meinen Namen nicht einfüge und selbst das tue ich zwischendurch, mache ich mich über mich selber lustig, dass ich genau denselben Scheiß auch fabriziere. Und ich habe immer das Gefühl, dass ein, zwei Menschen das missverstehen. Denn ich habe mit keinerlei Leuten, die da draußen in diesen Videos landen, in irgendeiner Form ein Problem. Warum sollte ich auch? Weil wir nämlich alle gleich dumm sind. Und wir machen alle die gleich
gleichen Fehler. Und selbst die Menschen da draußen, die die saubersten und rücksichtsvollsten Fahrer sind, denen passieren solche Fauxpas auch. Denn wir sind am Ende einfach nur Menschen. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz auf die E-Sports-Thematik eingehen. Denn die E-Sports-Thematik habe ich nach einem Podcast mit Noah Eder das erste Mal richtig verstanden. Die Driving-Standards in den E-Sports-Serien sind wirklich sehr, sehr wild. Und wenn es da kracht, dann rammelt das aber richtig im Karton. Sei es SRO, sei es Pro Series, sei es VEM, sucht euch das aus. Noah hat mir dort diesbezüglich eine sehr schöne Ausführung gemacht. Die Leute, die meistens dort fahren, fahren so entweder halb so in ihrer Freizeit oder sie sind gerade auf dem Weg, E-Sports Profi zu werden. Und dort geht es um Leistung. Und diese Leistung muss erstmal erbracht werden. Und um diese Leistung zu erreichen, um das wenige Preisgeld, was es gibt in den Serien, kloppen sich natürlich die schnellsten Fahrer der Welt. Und dass es dort dann ab und an mal ein bisschen hitziger wird, ist kein Geheimnis, denn wir können uns das beispielsweise in realen Serien, können wir das auch uns anschauen. Denn in der DTM, muss ich euch ganz ehrlich sagen, da rammelt es auch richtig im Karton. Und da sieht auch beispielsweise Nürburgring Turn 1 manchmal, wenn wir uns an die Saison 23 erinnern, auch nicht wirklich sehr viel besser aus. Und auch wenn man sehr viel darüber meckert und wenn einen das wirklich frustriert, sind wir mal ehrlich, würden wir das nicht auch machen, wenn es um Zaster geht und wir was erreichen wollen? Die meisten von uns, du als auch ich, wir sind keine Profis, wir fahren nicht für Geld. Für uns ist das einfach, wir setzen uns dahin in der Freizeit und fahren eine Runde. Und wenn wir aus der Box starten, starten wir aus der Box und dann machen wir ganz Chilli-Milli und holen uns den Überrundungs-Award. Schöne Grüße gehen raus an denjenigen Herrn, der diesen Kommentar geschrieben hat. Ich habe mich richtig weggepisst. Ich komme nur leider nicht auf deinen Namen, denn er startet immer aus der Box und sammelt Überholungs-Awards. Am Ende können wir einfach froh sein, dass wir die Möglichkeit haben, so viel fahren zu können. Und es ist bei weitem nicht so schlimm, wie es in den Videos ist. Ich würde da an der Stelle ein bisschen an euch appellieren, das ein bisschen mehr mit Humor zu nehmen. Denn das Ganze ist einfach nur zur Unterhaltung da und dient nicht dazu aufzuzeigen, was für Missstände wir auf der Rennstrecke haben. Denn diese Missstände sind nicht so extrem, wie die Leute sich das meistens vorstellen oder einreden. Und ich hoffe, dass wir das in Zukunft ein bisschen beachten können, wenn wir uns solche Videos ansehen und ein bisschen darüber lachen können und alles mit einem bisschen mehr Humor sehen. Und dann bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und würde mich sehr freuen, wenn wir darüber eine vernünftige Diskussion führen könnten, wie ihr das persönlich wahrnehmt. Denn ihr da draußen, ihr fahrt ja auch. Wie sieht das denn bei euch aus? Sind die Rennen wirklich so katastrophal? Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das mit anführt, einfach mal zu sagen, auf welchem Skill-Level ihr euch befindet. Seid ihr jetzt irgendwie Split 1 unterwegs, Split 2, 3 oder Rookies? Dann können wir uns dann nämlich mal schön austauschen und mal ein Bild davon machen, wie es denn wirklich ist, unabhängig von den Videos. Das wäre wirklich fantastisch, wenn ihr euch die Zeit nehmen könntet und das mit mir bzw. mit der Community teilen würdet. Dankeschön für deine Aufmerksamkeit. Vielleicht sehen wir uns im Stream oder vielleicht mal irgendwie bei Instagram oder auf Discord, wenn wir Rennen zusammen gucken. Das wäre fantastisch und würde mich sehr freuen. Lasst es dir gut gehen, habt einen schönen Tag. Ciao, Kakao.